Ja, gut. Ich würde schon mal sagen, so der Wellpicking ist back, ne? Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin 2.de Prios. Ja, ich habe wieder hier ein paar Prios-Aufnahmen und ihr habt es ja so im Intro gesehen. Das ist halt so das Zeichen vom Drachengott, wisst ihr? Auf Global, es klappt nichts. Wirklich gar nichts. Der eine Stream, wo ich ein paar Schilder plus 9 gehabt habe, das war so mein komplettes Global Highlight, ne? Aber ich komme hier nach Prios zurück, hol drei Truhen aus dem IS-Lager raus und krieg zwei Porkies, Alter. Zwei Porkies. Ja, moin. Ja, was werdet ihr jetzt hier in diesen Videos sehen? Ich habe Queenie so ein bisschen PvM-ready gemacht, zumindest so den Anfang. Ich hatte eigentlich vor, mit ihr noch Melee's Horde zu leveln, da wo es noch ging. Allerdings, ja, könnt ihr euch ja denken, die ist immer noch 105 so. Aber das Problem war einfach, ich wollte eigentlich mit der 70er Waffe da leveln, halt in VWK und so weiter. Aber das, nee. 70er, diese Junghelden-Waffen sind in der VWK komplett Arsch. Armetin? Bombe. Besser als die 75er Glocke. Aber in der VWK selber komplett für den Arsch. Also wirklich komplett für den Arsch. Ihr wisst ja, oder die, die mich länger verfolgen, wissen, ich hatte eine, ja, 75er Glocke mit 39 DSS und so weiter. Die habe ich mal verliehen und nie wiederbekommen. Ja, ich will jetzt auch niemanden am Pranger stellen oder so. Vielleicht sieht die Person ja dieses Video und denkt sich so, ja, das sollte man besser zurückgeben, ne? Sollte man besser zurückgeben. Aber ich will jetzt hier auch nicht direkt irgendwie jemanden am Pranger stellen oder so. Ich hoffe, derjenige sieht das Video und denkt sich dann, oder vielleicht ist es ja auch so, ja, der hat ja Global gezockt, dann muss ich die ja jetzt gerade nicht wiedergeben oder so. Ich hoffe, dass es so ist, aber ja, wäre schön, wenn ich die wiederbekommen würde. Ne, Jung. Und ja, ansonsten, ja, habe ich hier so ein bisschen geswitcht und so weiter. Ist natürlich dann ausgelegt so für Melees Horde gewesen. Ich habe jetzt hier versucht, Gift drauf zu bekommen und so weiter. Das hat nachher dann auch ganz gut geklappt. Hab den Waffenskin geswitcht und so weiter. Halt als Glocke. Aber da die 70er Glocke nicht gefunzt hat, habe ich dann mal mit den Fächer versucht, mit den 105er Fächer. Das ist natürlich auch nicht ideal so, ne? Das ist definitiv nicht ideal. Aber ja, es war besser als die 70er Jungheldenwaffe mit AW und DSS und so weiter. Ist ja Prozent AW Steigerung. Aber in VWK, ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber es bringt definitiv nichts. Hier habe ich den ersten Alchi-Stein eingebaut. Einfach 5 abblocken müssen es sein. Habe ich mich gefragt, warum ich den plus 4 gehabt habe, weil plus 3 hat der Mensch auch schon 5 abblocken gebracht. Aber was soll's. Ich habe hier auch schon. Zeige ich das da schon? Nee. Da habe ich halt Erz und so weiter vorbereitet. Das gehört dann natürlich auch dazu, zum Level-Vorbereitung und so weiter. Ich war eigentlich ehrlich gesagt schon ziemlich gehypt so. Aber das Ganze hat dann leider nicht geklappt. Aber das ist halb so wild, Leute. Wir machen das dann einfach irgendwie auf der 95er Map oder so. Das kann man ja dann auch streamen und so weiter. Das werdet ihr dann aber auch noch angekündigt bekommen. Ja, hier habe ich dann die Junghelden-Waffe genommen. Ich habe das natürlich so weit rausgezögert, wie es ging. Ja, wegen der Zeit und so weiter. Ich habe alles vorbereitet. Da war ich dann zuerst mal drin. Klappte nicht. Hab mir ja dann den Rubin geholt. Einfach mit AW und DSS Widerstand. Einfach nochmal, um ein bisschen mehr Damage zu machen. Ein bisschen mehr Damage auszuhalten. Das war ein ziemlich guter Tausch. Ich hatte einfach Dämonenfächer plus 6 mit 10er M. Gegen HTA plus 9, 1,5 TP, 10 TB Absorb. Und noch eine Seelenkristalle als Kette. Die auch nicht verkehrt war. Also ich denke mal, den Trade konnte man machen. Und ja, so alte Steine ab und so weiter, ihr wisst ja. Ich wusste gar nicht, ich war auf Global so verwirrt, dass sie
grünen Boden einfach 125k kosten oder so, ne? Hab dann mal wieder mit den Glas des Handels auf den Markt geguckt. Alter Falter, klar, ich wusste das auch vorher, aber ich hatte es nicht mehr so im Kopf, wisst ihr? Ich hatte es einfach nicht mehr im Kopf. Ja, den Part hatte ich eigentlich live aufgenommen, aber der macht jetzt momentan wenig Sinn, weil die Truhen nicht mehr in Item Shop sind. Aber ich wollte euch dann einfach zeigen, so, hey, außerhalb der Eventszeiten, wo es halt so Kostüme gibt, kann man sich die Truhen halt kaufen und wenn es halt mal keine Kostüme gibt, kann man die aufmachen. Allerdings kommen da auch, wenn du einen männlichen Char hast, weibliche Kostüme und so weiter raus. Das heißt, das ist so ein bisschen Glücksspiel, sag ich mal. Und ja, jetzt kommt noch. Ach ja, ich habe so ein bisschen mein Inventar erweitert und so weiter. Einfach, ja, ich denke mal, dritte Seite, das waren 27 Schlüssel. Warte. 8. Ja, 27 Schlüssel. Und ja, ist halt nicht so die Welt, ne? Ist halt nicht so die Welt, kann man sich mal gönnen. So, für die Leute, die noch bis zum Ende des Videos dabei sind, für euch noch eine kleine Giveaway, einfach so als kleine Belohnung, sag ich mal. Deswegen habe ich extra am Anfang des Videos nichts gesagt. Ich verlose zweimal das rote Halloween Mount. Dafür müsst ihr einfach nur Hashtag Gameforge Plus Account in die Kommentare schreiben. Und ja, unter denen wähle ich dann zwei Gewinner aus. Die werden dann im nächsten Preis-Video angekündigt oder, ja, sag mal angekündigt, ne? Ne, ankündigen ist anders. Verkündet. Im nächsten Video werden die dann verkündet. Und ja, das war's dann für dieses Video. Alle Social Media Links findet ihr in der Videobeschreibung. Das war's von mir. Ich bin raus. Bis dann. Grüße, Fossi.